So, hallo, herzlich willkommen zu unserer heutigen OP. Heute wollen wir eine Oberarmstraffung machen. Vor kurzem hatten wir eine Oberschenkelstraffung veröffentlicht und heute sind das die Oberarme. An sich eine relativ seltene OP. Also auch wir als Schwerpunktklinik machen ca. 10 Oberarmstraffungen pro Jahr. Das ist also jetzt nicht so häufig, deswegen freue ich mich, dass das heute präsentieren zu dürfen. So, also worum geht es? Wenn die Arme so hochgehalten werden, sehen wir diesen Hautüberschuss, der sogenannte Winkearme auch genannt. Und diese wollen wir jetzt entfernen durch einen Schnitt, der dann hier läuft und auch ein bisschen die Achselhöhle rein, so L-förmig, wie beim Oberschenkel auch. Und da versuchen wir also diese ganze Menge Haut zu entfernen und ich freue mich schon drauf. Gut, alles klar, dann werden wir uns gleich in OP wiedersehen. So. Hallo nochmal aus der OP. Wir haben jetzt Patientin steril abgewaschen, abgedeckt. Hier sieht man die Anzeichnung. Oft läuft auf der Innenseite und geht in die Achselhöhle rein. Man sieht auch hier, dass ein Teil von dem Gewebe, was Schweißdrüsen produziert, auch wegkommt. Das ist also, die Patientin wird auch nachher in der Achselhöhle weniger schwitzen. Das ist ein kleiner Vorteil, Nebenvorteil dieser Operation. Und ja, wir wollen ganz viel Haut entfernen. Wie bei allen anderen OPs wird erstmal eine Menge Tumeszenzflüssigkeit eingebracht, damit die Durchblutung des Gewebes sinkt. Und dann machen wir das Gewebe frei, wie bei der Oberschenkelstraffung, und fangen das an, schrittweise zu entfernen, dass wir genau die richtige Menge entfernen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Also, bis später. So, wir haben jetzt infiltriert und fangen an zu schneiden entlang der Anzeichnung. Gehen wir über in die Achselhöhle. Wie gesagt, das ist ja ein L-Schnitt. Ist jetzt da, sehen wir jetzt den Muskel, den Bizeps. Auf der Schicht wollen wir hin. Auf der Schicht gehen wir jetzt auch nach unten. Also hier direkt auf der Innenseite vom Ellbogen ist ein ganz wichtiger Nerv, der auch beim Musikantenknochen eine Rolle spielt, wenn man da irgendwo gegenkommt. Da muss man sehr aufpassen. Wir müssen natürlich auch stark aufpassen. Hier auf der Oberarminnenseite laufen sehr viele wichtige Gefäße und Nerven und auch in der Achselhöhle. Also das ist die Schicht, auf der wir uns bewegen dürfen, auf keinen Fall tiefer. Gut. Messer. So, wir haben jetzt die Haut soweit frei gemacht. Sie sind schon so fast an der
Rückseite des Armes angekommen. Das ist, ja, darf man nicht. Und fangen jetzt an, schrittweise die Haut zu entfernen, so dass wir dann eben nicht zu viel und nicht zu wenig Spannung haben. So, die Haut haben wir jetzt entfernt, schrittweise, zwischendurch immer mit Hautklammern verbunden, versorgt erstmal, kommen später dann Nähte stattdessen hin und wir sehen, dass die linke Arme nicht mehr da sind. Die Spannung ist gut, viel mehr Spannung darf man nicht machen, ansonsten halt die Wunde schlechter oder die Narben werden sehr breit. Genau, die Seite ist mal fertig, dann machen wir gleich mit der anderen Seite weiter.
So, Leute, jetzt sehen wir hier die Hautmenge, die entfernt worden ist. Rechte Seite, linke Seite ist von der Menge vergleichbar. Und ja, interessanter Einblick am Ende der OP. So, ich weg. Also, jetzt haben wir alles zu Ende genäht. Und die Haut ist schön gestrafft. Ganze Winkelärmchen sind so gut wie weg. Und ja, jetzt machen wir Verband. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke.